Hallo und willkommen zusammen zurück zu Blender Glitch und der Folge 37.1. Ja, warum die 37.1 und nicht die 38? Ganz einfach. Ich habe, nachdem ich euch gezeigt habe, wie wir das hier bauen, einen Fehler entdeckt. Hier habe ich eine, ja, das heißt hier erstmal das Muster zu sehen, und hier habe ich eine Bodenplatte vergessen. Ich habe mir das noch mehrfach angeguckt und wie ihr seht, da ist nicht dieses Doppelmuster, wie ihr hier seht, sondern da ist ein einfaches und dementsprechend da fehlt eine. Und innen drinne, das habe ich auch alles nochmal aufgebaut, da ich noch einen Speicherstand hatte, bevor ich das alles fertig hatte, konnte ich noch einmal zurücksetzen, habe das alles noch einmal aufgebaut. Ja, gerade die erste Reihe ist die eben halt, wo wir alle neu machen müssen. Und hier hatte ich auch einen Fehler, deswegen musste ich die zwei auch nochmal anbauen. Denn da war ein Riss drinne oder beziehungsweise ein Spalt, der ist nach hier immer größer geworden. Ja, und wie ihr seht, hier sind unsere zwei Pyramiden, die ich nochmal angebaut habe. Den Schalter hatte ich schon drauf gesetzt und die Bodenplatte auch eingefügt. Dieses Mal ist sie, ja, ich würde sagen, gerade. Das heißt also einfach nur einfügen, die anderen Bodenplatten nach links alle wegnehmen und einfach dann normal einfach einbauen. Und schon ist der Spalt auch geschlossen. Denn wenn ich den Schalter auf der anderen Seite gerade gesetzt hätte, dann wäre es gleich in Ordnung gewesen. Ich hatte ja ganz am Anfang, als ich den Teil drüben gebaut hatte, auch ein paar Schalter, die nicht in Ordnung waren. Und die habe ich korrigiert, neu aufgebaut und deswegen konnte ich die Bodenplatten alle hier rüber legen. Ja, wie ich sagte, wir müssen die erste Reihe leider komplett wegnehmen. Wir können nicht einfach einen Schalter einsetzen. Und es geht weiter. Daher nochmal der Aufbau der Schalter. Einfach reinzoomen. Solange wir es noch nicht gebaut haben, können wir uns auch ins Bauteil begeben. Dadurch ist es immer beleuchtet und wir können uns den Punkt suchen. Unser Zentrierpunkt immer zwischen den beiden Strichen, wie ihr vorhin gesehen habt. Das werden wir auch gleich noch ein paar Mal sehen und natürlich ausrichten. Und möglichst gerade sollten sie sein. Es würde jetzt nicht auffallen bei der ersten Reihe, wenn es nicht ganz gerade ist. Bei näheren Hinschauen natürlich schon. Und den richtigen Schalter hätte ich natürlich auch noch nehmen sollen gleich. Aber na gut, das passiert. Ab und zu ist, ja, hat man halt eine andere Taste genommen und wechselt halt die Bauteile. Und hier jetzt auch wieder. Oh, Moment. Da, den Zentrierpunkt zwischen den beiden Strichen, genau in die Mitte. Schlecht zu sehen, aber es ist genau so, wie ich sagte, genau in der Mitte. Na, hier ist schon ein bisschen besser zu sehen gewesen. Auf jeden Fall jedes Mal wieder rauszoomen, ausrichten und dann das Bauteil setzen, also den Schalter in dem Falle. Ja, warum zeige ich euch das? Ganz einfach. Ich habe diese Fehler drinne gehabt. Sie sind eigentlich, ja doch, der eine schon, das hier mit den Bodenplatten, oben mit dem Spalt, das war nicht zu sehen. Aber ich finde, wer es gesehen haben sollte und sich wundert, dass es plötzlich in Ordnung ist, ohne zu wissen warum. Also ich finde, ihr habt ein Recht darauf, es zu sehen.
Auch ich mache immer Fehler und dann, ja, dann muss ich das eben halt nochmal machen. Und die Aussage, auch ich mache mal einen Fehler, ist nicht ganz korrekt, sondern klar mache ich Fehler. Und dementsprechend muss ich die natürlich korrigieren. Mit den Symbolen im Hintergrund manches Mal ein bisschen unschön, dass man den Zentrierpunkt nicht sieht. Aber noch unschöner ist es, wenn jemand einen Speicherpunkt hinstellt, wo man diesen Stern dann später sieht, wo der Speicherpunkt ist. Denn die verdecken nicht nur Basen, sondern ja, sie sind unnötig. Wenn es geht, wenn ihr könnt, baut lieber den anderen. Leute, ich weiß, ihr vergesst hinterher den Speicherpunkt wegzunehmen und für andere, die dort auch eine Basis bauen wollen, ist das nicht so schön. Nehmt also die Speicherpunkte, die Runden. Und nach Möglichkeit die anderen halt nicht. Da ich mich hier auf einem Planeten befinde, der relativ viele Basen hat, ist es natürlich dann mit den runden Speicherpunkten viel, viel schöner. Ja, auf jeden Fall hier noch die Bodenplatten, die letzten einbauen. Dann habe ich das auch wieder geschlossen, wie ihr seht. Und jetzt noch am besten die Farbe ändern. Zu den Schaltern setze ich hier noch weitere Schalter, denn ich brauche etwas, wo ich ja mein Kabel herhole. Und in dem Fall nehme ich dafür die Schalter. Warum baue ich die direkt auf die Pyramiden? Ganz einfach, wenn ich die Pyramiden wegnehme, dann sind auch die Schalter weg. Und ich laufe nicht Gefahr, dass ich vielleicht noch zufälligerweise eine der anderen Bodenplatten wegnehme. Ihr natürlich dann auch nicht, wenn ihr es so macht. Setzt ihn nicht auf dieselbe Fläche wie den Schalter, wo ihr die Bodenplatte anglitscht. Also den oberen, da wo wir jetzt rangehen. Denn wenn ihr versehentlich doch das Kabel gebaut habt und, ja, wie soll ich sagen, die Bodenplatte später dann doch einbaut, ihr nehmt die Pyramide weg, dann ist zwar jeweils der Schalter weg, allerdings das Kabel kriegt ihr dann nicht mehr raus. Das solltet ihr auf keinen Fall machen, deswegen habe ich das auf die Schräge gebaut. Und somit nehme ich automatisch dann den Schalter mit weg und hinterher kann ich noch das Kabel entfernen. So, wie ihr seht, jetzt ist das Muster in Ordnung. Da noch die Bodenplatte. Jawohl. Und dann können wir innen drinnen jetzt die Pyramiden alle wegnehmen und wie ihr seht, da die Kabel einfach weg. Am besten hier ein paar Mal speichern. Denn wenn euch ein Fehler unterläuft, dass ihr versehentlich eine Bodenplatte wegnehmt, nachdem die Zylinder schon abgebaut sind, dass ihr immer einen Speicherpunkt habt, wo ihr noch einmal zurückspringen könnt, um das Ganze dann einfach wieder aufzubauen oder beziehungsweise ab da, wo noch alles da ist, dann noch einmal neu zu entfernen. Ja, das sieht gut aus. Prima. Und wie ihr seht, die Baukamera reicht nicht aus. Also Fotomodus. Ja, damit kommen wir zum Ende. Genießt noch die Aussicht und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Jay. Ciao.